Leute, willkommen bei German Nazi Playground zum neuen Video, und zwar den First Run vom Outcast 4S. Wir sind hier noch immer bei, also das ist jetzt nachmittags hier bei RC Parken, und jetzt will ich den Outcast mal fahren. Hoffe, der First Run geht besser aus als vom Creighton, wie der sich wohl verhält gegenüber seinem großen Bruder. Aha, alter Schwede. 4S haben wir drinnen, ansonsten alles Stock. Das übliche Empfänger habe ich natürlich gewechselt, weil ich fahre auf meiner DX5 natürlich. Und mit den Reifen bearbeiten und so weiter, kennt ihr alles. Alter. Also definitiv die gleichen Charakteristika wie ein großer Outcast oder Notorious. Genauso quirlig, sag ich jetzt mal. Keine Probleme. Huch, da hinten wollte ich gar nicht hin. Ja, ich zoome es leider nicht, Leute. Kann ich halt gleichzeitig. Also kleinste Rampen, kein Problem, Backflips zu machen. Alter Schwede, der kriegt aber Speed drauf, ey. Ich fahre die ganze Zeit eigentlich mit Halbgas, eben was war ein bisschen mehr. Haben die Quelle gar noch gehalten bei dem Einschlag. Jawohl. Heftig, also der macht Spaß, Leute. Wenn man dieses brutale Fahrverhalten hat, was man halt kennt vom Outcast, aber das alles viel schneller irgendwie so, dieses leichte, was er ist natürlich viel leichter, ist ja klar. Das merkt man ihm aber auch beim Fahren so an, das ist heftig, ja. Auf den Arsch. Gut, das war jetzt mein erster Double mit dem Auto. Ne? Den kann man ruhig verkacken, den ersten Double. Drehen ihn mal um, gucken mal, ob irgendwas passiert ist. Machen wir die Kamera an. Ja, der Spoiler, Alter, ist natürlich eigentlich ziemlich stabil bei diesen Modellen. Das sieht, doch, sieht man auch schon so. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit André. Ups, wir sind ja schief. Ich glaube, hochgehen zum Strecke fahren, das sparen wir uns jetzt, das ist bei dem Fahren überflüssig. André wieder am Boden. Da gab es ein kleines Problem, da ist das Querruder vorn abgefallen, aber perfekt gelandet. Dafür mal ein extra Applaus, André. Ja, die fährt DBXL, bin ich auch gerade gefahren, absolut geil. Ich meine, ich bin in letzter Zeit viele größere gefahren, 1 zu 5er, 1 zu 6er und so weiter, aber richtig schönes Auto der DBXL. Also den würde ich auch gerne nochmal selber auf Patronieren testen. Jawohl, den haben wir geschafft. Ja, ja Leute. Ah, da hinten sind diese Pfosten. Bin ich denn jetzt da? Da bin ich gestern schon von der Rückseite gegen gefahren. So, hier ist ja zwei Modelle in der Luft aus dem Hause. Horizon aus dem Spiel gleich einmal unsere. Ja, da wird jemand seinen Spaß mit dem Wagen haben. Weil wie ihr wisst, habe ich den natürlich zum Test gekriegt von Horizon. Nochmal danke an dieser Stelle, der macht mega Spaß. Aber ich habe mir gedacht, den Wagen, den gebe ich dem guten Michi. Weil ich habe
Die haben wir nun beide gekriegt und wir haben ja beide da zum Test. Beide Modelle sind natürlich und zwei, ist natürlich schön zu zweit zu fahren. Also nämlich den Creighton, Michi den Outcast hier. So hat er den kleinen SWB, ich den großen SWB und er hat den großen Creighton und ich den kleinen Creighton. Ja? Dachte ich mir so. Ja, also ich muss sagen, Leute, ich habe mich festgefahren. Doch nicht. Ja, heile alles. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Outcast, muss ich sagen. Ich bin ja eben in den 3S Modellen, die haben ihre Schwachstellen. In allen Varianten sind es die Querlenker teilweise. Dämpfer scheinen jetzt hier besser zu sein. Muss ich mal gucken, wie die sich auf lange Sicht verhalten, dass die das gleiche Problem kriegen wie die Kleinen. Ansonsten haben sie das behoben, indem sie die einfach größer gemacht haben. Ja, ansonsten, ich bin echt zufrieden mit dem Outcast, muss ich sagen. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Einspruch geht noch.